Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Make My YouTube-Kanal. Wer uns schon länger kennt, der weiß, hier findest du ganz viel rund um das Thema Maschinenstecken. Und in diesem Video geht es um Plustervlies. Plustervlies ist ein Schaumstoff, der bei Druck immer wieder in seine ursprüngliche Form zurückgeht und eignet sich daher perfekt für unser Vorhaben, was wir machen wollen. Und zwar wollen wir beim Sticken Stoffe so aufplustern oder aufpolstern, dass bei Druck ein ganz kleiner, schöner, weicher Kuscheleffekt entsteht, aber wenn man loslässt, dass eben wie so ein Kuscheltier auch wieder in seine ursprüngliche Form zurückgeht. Marit und ich haben lange nach einem Material gesucht, das sich eignet eben auch in seiner Form, also so wie es ist, nicht zu dick, aber eben auch nicht zu dünn, was man sehr, sehr individuell für verschiedene Bereiche einsetzen kann und sind eben auf dieses Plustervlies gestoßen. Das gibt es in ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Also wenn es dich interessiert, den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Das Plustervlies ist 7 cm breit und mindestens 20 Meter lang. Also je nachdem, es ist super, super dehnbar und flexibel. Lässt sich eben auch für ganz andere Dinge verwenden, aber das zeigen wir im Livestream. Den Link dazu packe ich oben mit in die Beschreibung, sobald der Livestream gelaufen ist. In diesem Video möchte ich einen Pullover besticken. Den habe ich hier schon soweit vorbereitet. Warum? Weil es auch schon ein Video dazu gibt, wie besticke ich einen Pullover mit einer Stickmaschine, die kein Freiarm ist. Das heißt, ich kann den Pullover, das T-Shirt nicht einfach einspannen, sondern ich muss auch schauen, dass die Rückseite sich da schön rumlegt, dass ich die nicht feststecke. Ich nutze für das Vorhaben eine Brother Innovis V3. Ich habe zwar hier auch eine Brother 800E stehen und auch der Stickrahmen würde sich super dafür eignen, einen Pullover zu besticken. Beide Maschinen sind super. Der einzige Unterschied, natürlich auch ein Preisunterschied, ist, dass 800E eben keinen automatischen Fadenabschneider beim Sticken hat. Das heißt, die ganzen Sprungstiche, die ich habe, wenn das Motiv oder die Nadel von einer zu einer anderen Fläche springt, die muss ich nachher händisch mit einer Schere abschneiden und die Zeit möchte ich mir sparen und nutze deswegen die V3. Wenn du dich für eine Stickmaschine interessierst, ein bisschen Werbung an dieser Stelle, du kannst Stickmaschinen auch über uns beziehen. Dahinter steckt ein Fachhändler. Wenn du die Maschine bei uns kaufst, bekommst du je nach Modell noch einen Gutschein für Stickdateien in unserem Shop und der ist wirklich umfangreich. Im Wert zwischen 50 und 400 Euro, je nach Modell, Modellgröße. Wir fokussieren uns jetzt aber mal auf die V3 für unser Vorhaben und die 800E, die darf ein bisschen sich ausruhen. Für unser Vorhaben nutzen wir das Alphabet Modern. Du hast es vielleicht schon hier auf meinem Pullover gesehen. Ich habe hier schon ein paar Buchstaben mal drauf gestickt. So sehen die nachher aus. Im allerersten Schritt spannen wir den Pullover in den Stickrahmen ein. Das werde ich in diesem Video nicht komplett zeigen. Denn dazu habe ich schon mal ein komplett eigenes Video gemacht, das eben auch oben als Verlinkung, wenn du dir das nochmal anschauen möchtest. Deswegen habe ich das schon vorbereitet. Ich zeige es nur einmal ganz kurz. Wir haben auf der unteren Seite, die muss komplett frei bleiben, haben wir ein Schneidvlies zur Stabilisierung des dehnbaren Jerseys des Pullis. Auf der oberen Seite erstmal noch nichts. Das spanne und lege ich jetzt einmal so in die Stickmaschine ein. So, im allerersten Schritt, beziehungsweise schon der zweite, habe ich das Garn eingelegt. Ich habe mich jetzt hier für weiß entschieden und lasse einmal von der Maschine positionieren, an welcher Stelle letztlich das Ergebnis gestickt ist. Setze das vielleicht noch ein bisschen nach oben. So. Schau jetzt einmal, ob es schön mittig ist, aber davon gehe ich aus, wenn ich es schon eingespannt habe. Nadel ist abgesenkt und lass jetzt einmal die Position sticken. Genau. Bisschen aufpassen, dass der Stickrahmen sich nicht den darunterliegenden Stoff krallt. Genau. Wie man jetzt hier schön sehen kann, hat mir die Stickmaschine anhand der Stickdatei einmal die perfekte Position gezeigt. Und hier kommt jetzt das Plustervlies zum Einsatz schon. Und ich mache einfach mehrere Lagen vom Plustervlies, die genau hier drauf passen. So, also ich habe jetzt hier einen Streifen zugeschnitten und jetzt nehme ich einfach noch vier weitere von diesen Streifen in exakt der gleichen Größe, die ich komplett ungezwungen hier auf den Stoff lege, also nicht gespannt oder so. Und das Schöne ist, dass sich dieser Schaumstoff wunderbar auch mit dem Stoff schon direkt verbindet. Das heißt, der rutscht nicht. Man muss den also nicht zusätzlich stark fixieren. Mache jetzt noch ein paar Streifen.
je mehr von den Plusterfließstreifen ich jetzt hier aufeinander lege, ich mache mal so 4 oder so, denke ich, dann kommt der Effekt noch besser bei raus. Im nächsten Schritt, ich habe jetzt mal 1, 2, 3, 4 Lagen, das sollte erstmal reichen, das wird schön fluffig. Wenn es zu dick ist, wird es halt ziemlich wulstig. Und jetzt kommt ein Stoff zum Einsatz. Ich nehme jetzt diesen Streifen und lege ihn auch exakt hier drüber. Das ist jetzt auch der Zeitpunkt, da nehme ich noch ein bisschen wasserlösliches Vlies. Das schneide ich einmal auch ab und ihr werdet gleich feststellen, warum. Dann Nadel absenken und 4 Lagen Plustervlies, ein Stoff und eine Stickfolie einmal bitte feststicken. So, das ist jetzt das Ergebnis. Ich zeige jetzt einmal den aktuellen Zustand. Ich muss es eh rausnehmen, denn jetzt kommt die Applikationsschere zum Einsatz. Das ist eine Schere, die hat eine Biegung hier auf der unteren Seite. Mit verhindere ich eben, dass ich in den darunterliegenden Stoff reinschneide. Und schneide jetzt knappkantig sowohl das Plustervlies als auch den Stoff ab, weil dann kommt außen eine etwas dickere Satinlinie, die letztlich den Stoff mit dem Pullover verbindet. Genau, dass man auch das Plustervlies darunter nicht mehr sieht. Das ist jetzt der aktuelle Zustand. Ich habe jetzt mit der Applikationsschere schön knappkantig hier das über den überstehenden Stoff und das überstehende Plustervlies abgeschnitten. Wenn man sagt, hey, das, ich mag das, das ist ein echt schöner Used Look, der kann es gerne so lassen. Ich möchte es allerdings versäubern und wie ich gerade gesagt habe, mache ich jetzt noch eine Bahn Satinstich einmal außenrum. Wir befinden uns jetzt in den allerletzten Zügen des Stickens. Das ist das Ergebnis. Ich bin mega, mega happy und super begeistert. Ich glaube, man kann es schon ganz gut erkennen. Die Buchstaben drücken das Geplusterte richtig, richtig schön runter. An den Stellen, wo eben nicht gestickt ist, da kommt es richtig schön hoch, so 2-3 mm. Und das hat schon richtig schönen Plustereffekt. Ja, das Ergebnis ist fertig. Wird er mir jetzt hier auch auf dem Display gleich anzeigen. Genau, Nähen beendet. Ist doch Sticken gewesen. Naja, ich nehme das Ganze mal aus dem Stickrahmen raus und dann gucken wir uns das mal an, oder? So, das ist das fertige Ergebnis. Krass, ich bin mega beeindruckt, weil eben genau dieser Effekt zustande kommt, den ich haben wollte. Ich zeige das hier einmal so ein bisschen ins Licht gerade, kann das, glaube ich, ganz gut erkennen. Ich nehme es jetzt aus dem Stickrahmen einmal raus. Den brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Obere Teil, untere Teil. Den packe ich wieder zur V3 rüber. Das Schneidvlies auf der Rückseite, das kann man jetzt einfach sauber wegschneiden. Hätte ich eine Schere hier. Mit einer Schere jetzt einmal das überstehende Schneidvlies, deswegen heißt es ja auch Schneidvlies, sauber abschneiden. So einen Zentimeter überstehen lassen, wenn man den Pullover dann einmal wäscht, dann verfilzt sich das so ein kleines bisschen. Also wenn man es öfter wäscht. Die Rückseite sieht im Übrigen so aus. Also auch ein sehr, sehr sauberes Stickbild mit der Brother V3. Ja, das ist das fertige Ergebnis. Funktioniert mit dem Plustervlies. Gibt es in sämtlichen Farben. Orange, ein Limettengrün oder ein Bordeaux. Das Plustervlies, wie ich am Anfang schon gesagt habe, bekommst du über den Link unten in der Videobeschreibung im Shop. Genauso wie die Stickdatei Stitch Lover werde ich genauso jetzt rausspeichern. Wenn du das runterlädst, dann kriegst du eben dieses Stitch Lover mit dem Kasten auch. Du kannst natürlich die Buchstaben in der Mitte ersetzen durch eigene Buchstaben, aber wenigstens hast du dann den Kasten zum Festnähen mit der Außenlinie schon fertig. Genau, also ein schönes Stickergebnis. Ich würde sagen, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn du weitere dieser Videos sehen möchtest, freuen wir uns auf ein Abo in unserem Makema YouTube-Kanal und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.